Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Sims 4 Challenge. Oh je, ich freue mich richtig doll drauf, weil ich habe die Challenge bei der lieben Simfinity gesehen und ich dachte mir, die muss ich auch machen. Und zwar werden wir heute schauen, welcher Townie macht denn die schönsten Kinder. Hier habe ich erstmal einen wunderbaren Sim erstellt, das ist die liebe Mareike Herrmann. Und ich finde sie wunderschön. Ah, ich habe die Augenfarbe vergessen. Das müssen wir noch einmal ganz kurz klären. Die sind schön. Oh mein Gott, die sind mega. Also die finde ich richtig geil. Ich finde ja noch... Oh, die sind ja groß. Oh mein Gott. Ah, ich hätte mehr so Bock auf blaue. Oh mein Gott. Ich muss mal aber ganz kurz sagen, wenn ihr irgendwelche Töne hört von Regen... Oder Gewitter, es gewittert bei mir gerade. Man hört es, glaube ich, bei mir gewittert, also bei uns gewittert es gerade draußen. Deswegen fragt euch nicht. Genau, auf jeden Fall werden wir jetzt mal einmal ganz kurz schauen, welche Townies wir mit ihr paaren. Und zwar ist das eine Townie-Challenge. Das heißt, wir werden einfach mal aus bestimmten Welten einfach mal Townies rausholen. Die werden wir gleich einfach mal mit ihr paaren. Und dann schauen wir einfach mal, ob uns hier irgendwelche Townies gefallen. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit ganz neuen Townies an. Und zwar, oder machen wir die... wir gehen mal nach Willow Creek. Also ich glaube, jeder kennt die Familie Pancake. Aber auf die habe ich jetzt eigentlich eher wenig Lust. Und zwar hätte ich mehr so Bock vielleicht auf Kim Levis. Oder, oh, ich hätte ja voll Bock auf den da. Nee, ich glaube, wir nehmen ein Kim Levis. Und da werden wir den jetzt einmal ganz kurz zum Haushalt hinzufügen. Ich würde das jetzt auch einfach mal mit Männern machen, nicht mit Frauen. Ich weiß, man könnte es, glaube ich, auch mit den Frauen machen, weil ich bin dann eher bei den Männern. In Oasis Spring, glaube ich, kenne ich fast gar keine Familien. Den hier und die Landgrab. Ich glaube, ein Landgrab wäre schon geil. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir nehmen ein Landgrab. Weil ganz ehrlich, Landgrabs sind doch immer toll. Ich hätte ja voll Bock auf ein magisches Tier irgendwie. Vielleicht aus dem Werwolf-Pack. Ich weiß bloß nicht. Der wird mir halt hier nicht angezeigt. Aber dieser Lou oder wie der auch heißt. Wir schauen mal immer ganz kurz, den ich von denen hier gerne haben würde. Und zwar würde ich gerne den hier gerne haben. Und zwar ist das ja ein Werwolf, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wen könnten wir noch nehmen? Vielleicht den Zauberer. Auf den Zauberer hätte ich auch Bock auf. Hä? Ich dachte, ich habe den einen auch schon hinzugefügt, aber irgendwie habe ich den wohl doch nicht hinzugefügt. Muss man aber ganz gut schauen, welche Menschen ich jetzt noch habe. Wir können halt auch mit Clemens Frost machen, aber auf Clemens Frost habe ich eher nicht so Lust. Ich kann ja mal den Werwolf reinnehmen und dann schauen wir sie uns gleich mal an und dann entscheiden wir, wenn ich den Werwolf jetzt noch finde. Ich glaube, vier Männer sind ganz gut. Ich glaube, wir haben jetzt Magier, den Werwolf und die zwei. Ich glaube, das passt gut. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir doch einmal in den Ersteller eines Sims. Fangen wir denn an? Ich würde einfach mal mit dem lieben Morgan Emma anfangen. Ui. Das ist die liebe Morgan Emma. Ich weiß jetzt nicht, wieso das hier oben nicht angezeigt wird. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn er ist uns das Kind ja wichtig. Liebe Mareike muss jetzt einmal mit dem lieben Morgini Emma. Wir werden natürlich Mädchen erstellen. Und das nächste ist, das habe ich nämlich bei dem Simfinity gesehen, wir drücken dreimal hier unten drauf. Oh nein. Und das Kind wird es dann werden. Und das ist eine Magierin. Das freut uns doch schon mal sehr gut. Oh, okay. Die sieht sehr schön bisher aus. Also sie hat einen Skin drauf. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich den Skin abmachen kann. Das hier, also ich finde sie halt super viel vom Vater, denn das hat sie extrem vom Vater hier geerbt. Die Lippen hat sie, würde ich auch sagen, vom Vater. Die Augen hat sie von der Mutter. Oh, sieht doch schon mal ganz schön aus. Genau, ich würde jetzt den Skin, würde ich einmal runter machen. Den können wir ja gleich geben. Ich würde gerne erstmal wissen, welchen sie hat. Den hat sie hier. Okay. Also sieht ganz okay aus. Ich würde ihr jetzt einfach auch den Skin hier geben. Ach, das sind nur die Augen. Okay, warte mal, welchen Skin hatte sie drauf? Okay, sie hatte den Skin drauf. Das heißt, wir geben jetzt hier einfach einen etwas helleren. Vielleicht nicht sowas hier. Ich glaube, der ist ganz gut. Oder wir geben ihr doch mal einen anderen Skin, weil irgendwie wieder nicht so ganz. Ich habe jetzt auch Max's Match Skin. Die finde ich halt wirklich nicht so mega schön. Muss ich mal sagen. Also irgendwie, da ich habe coolere Skins runtergeladen. Naja, dann geben wir aber erstmal hier so einen Skin. Oder wir geben ihr so einen anderen. Ich würde einfach mal schnell einen Skin geben. Ich habe jetzt immer ganz kurz einen Skin gegeben. Jetzt können wir ihr mal ganz kurz hier ein paar Augenbrauen geben. Sie hat ja eher so ein bisschen wuscheligere. Ich weiß jetzt nicht, welche Haarfarbe sie hat. Okay, Leute, ich habe jetzt immer ganz kurz ein paar Augenbrauen gegeben. Ich würde jetzt mal ganz kurz rote Haare geben, denn ich weiß wirklich nicht mehr, welche Haarfarbe sie hat. Und ich glaube, rot
würde auch ganz gut gehen. Denn, ach ja, jetzt fällt mir wieder ein, ich vergessen habe. Und zwar Augenbrauen. Ich finde halt so krass, die hat so ein besonderes Gesicht. Und ganz ehrlich, ich hätte so ein Gesicht, hätte ich niemals erstellt, wenn mir das jetzt vorgeschlagen worden wäre. Also ich hätte dieses Gesicht, glaube ich, nicht genommen. Das klingt jetzt so grauenhaft, aber es stimmt halt. Wenn mir das Gesicht vorgeschlagen worden wäre, hätte ich das Gesicht nicht genommen, weil ich es nicht schön gefunden hätte. Aber so gefällt mir das richtig gut. Und irgendwie macht mich das halt auch dann immer so ein bisschen glücklich, weil ich mir dann immer so denke, so, ey, ich habe was Neues ausprobiert. Macht mich dann immer sehr glücklich, muss ich. Ich würde ihr halt so einen Lippenstift mal raufgeben, damit sie noch ein bisschen feiner aussieht, sage ich mal so. Also sie sieht wunderschön aus, muss ich schon sagen. Aber so ein Lippenstift kann man ja schon mal drauf machen. Ich finde sie super. Super cool, sie ist ja auch eine Hexe und ich finde, sieht man schon ein bisschen. Und sie könnte ja sowas hier tragen. Vielleicht ist sie ja auch so eine sehr schlaue, geht auf eine Hexenschule und muss deswegen so Uniform tragen. Finde ich auch richtig cool. Und dann könnte ich mir so eine sehr schicke Hose noch vorstellen. Also eigentlich die hier, aber die passt mit dem Gürtel nicht so gut. Geht ja die andere. Oder haben wir oben noch irgendeine? Wir hätten noch die hier, aber die finde ich vielleicht in so einem karierten Ton, aber eher in braun. Ja, das sieht, finde ich, sehr cool aus. Und da haben wir sie doch. Ich feiere sie sehr. Ich würde sie jetzt einfach mal Juli nennen. Ich finde, sie sieht aus wie eine Juli. Und sie ist sozial unbeholfen, Überfliegerin. Das passt ja sehr gut. Und ich würde einfach mal sagen, dass sie. Okay, dann haben wir das Kind von dem Morgen dann auch abgeschlossen. Ich würde morgen einmal löschen. Wir nehmen jetzt als Erik Level. Okay, wie gesagt, dreimal wählen. Und dreimal. Und jetzt können wir schauen, wie sie als Teenagerin aussieht. Oh mein Gott. Krass. Also die Lippen hat sie auf jeden Fall von ihrer Mama geerbt. Die Mundwinkel hat sie, glaube ich, auch von ihrer Mama geerbt. Ich glaube, hier hat sie viel von ihrer Mama. Außer die Augen. Die hat sie von ihrem Dad. Aber das ist ja auch voll okay. Wenn ich glaube, ich hatte mal so Augenbrauen, die so übergehen. Ich würde sie mal einmal ganz kurz umstylen und dann sehen wir sie. Sehen wir uns sie gleich mal an. Bis gleich. Okay, Leute, ich finde sie ja mal so geil. Also ich finde, die kurzen Haare stehen ihr so gut, weil sie, finde ich, ein sehr extravagantes Gesicht hat. Und das finde ich, sieht einfach so geil an ihr aus. Also, ich liebe sie. Und jetzt gebe ich hier gerade noch ein Piercing, weil ich finde das einfach so geil. Also, muss ich mal einmal ganz kurz sagen, das gehört wunderschön. Und das meine ich, hätte auch so ein Sinn. Hätte ich von Natur aus niemals erschienen. Jetzt steht sie vor mir und ich finde sie so geil. Okay, sie hat ein sehr krasses Kinn, aber jetzt könnten die ihr so ein, vielleicht so ein Pulli aus, das ist gar nicht Uni, ach, keine Ahnung, also aus dem Highschool-Pack, aber ich glaube, da habe ich jetzt gerade nichts Gutes da. Deswegen gehen wir jetzt einmal hier ganz kurz zum Pulli. Vielleicht gibt's ja da irgendwas Schöneres, weil ich hatte doch im letzten CC-Shopping-Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das mal einmal da oben, den geilen Pulli hier geshoppt. Und den würde ich ihr wirklich gerne anziehen, weil ich finde, der steht ihr sehr gut. Und die Hosen habe ich im CC-Shopping-Video vergessen zu zeigen. Aber ich finde die auch so geil. Also auf jeden Fall die hier, die finde ich cool, weil die unten noch diese Dinger hat, also dass die Hosenbeine umgeklappt sind. Und das finde ich richtig cool. Wenn wir hier so eine Hose geben, die könnte man ihr so in Black geben oder in so einem karierten Ton. Okay, und dann noch so coole Boots. Die finde ich richtig cool. Und dann haben wir auch die liebe, wie nennen wir sie? Oh Gott, nennen sie mal Cora. Cora ist selbstsicher und ein Insider. Und sie ist einfach ein Drama-Lama. Das heißt, auch der liebe Erik hat seine Tochter bekommen. Das hört sich so blöd an, aber ist halt so. Kommen wir zum nächsten Kind. Kann ich ihn überhaupt zum jungen Erwachsenenalter? Nee, kann ich natürlich nicht. Vielleicht mache ich es so rum. Weil irgendwie kann ich sie nicht auswählen als Partnerin. Also das mit ihm, das klappt nicht so ganz. Dann gibt es halt heute nur drei Kinder. Ist ja auch okay, weil dann kann ich zum nächsten Part einen 19 erstellen. Also ich liebe die liebe Mareike, aber natürlich wäre auch ein neuer Sim sehr cool. Und da werden wir jetzt einmal ganz kurz den lieben, ich weiß gar nicht, Lou einspeichern. Werden das einmal so, oh mein Gott, ist sie schön. Okay, aber wir müssen natürlich noch eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist so schön. Drei, drei. Also, die ist auch noch mega schön. Haben wir vielleicht mal Glück? Oh mein Gott, ist das Mädchen schön. Sie hat die Lippen von ihrer Mama.
Das Kind würde ich auch sagen, zu 100% von ihrer Mama. Die Augen so misch. Oh mein Gott, ist sie schön. Alter. Okay, sie hat aber graue Haare. Aber ich würde es zum Braun machen, wie Luz hat. Oh mein Gott, okay. Die können wir jetzt noch zusammenstellen, weil. Also, mit ihr Let's Play würde ich direkt starten. So schön ist das Girl. Weil ich sag nur, dass sie mir richtig gut gefällt, aber ich finde sie so schön. Ich finde sie so schön. Also das kann ich noch nicht mal mehr in Worte fassen, wie schön das Girl ist. Ich hätte eigentlich gerne so pushigere Augenbrauen. Ich glaube, ich habe nicht so pushige. Fehlen mir sehr viele pushige Augenbrauen. Ich habe das Gefühl, die kriege ich erst, wenn die zu jung erwachsen werden. Oder die, die finde ich gut. Die finde ich gut. Die gefallen mir. Dann kriegt sie mein Lieblings-Skincare, die Wimpernklatschen mit den Accessoires. Das finde ich ein bisschen schade bei den Mikro-Wimpern, dass sie überall mit den Accessoires clashen. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, falls ihr die Mikro-Augen Wimpern benutzt, könnt ihr mir das ruhig schreiben. Finde ja auch die richtig schön. Oder wir nehmen die und einfach eine andere Art. Vielleicht die hier? Nee, ich finde die letzten finde ich sehr cool. Okay, dann hätten wir noch hier sowas hier. Dann können wir es noch ein bisschen blushen, falls sie es braucht natürlich nur. Falls sie es braucht. Das finde ich ganz schön eigentlich. Vielleicht kriegt sie das halt auch wirklich. Also ein bisschen finde ich schade ja nie. Ich kriege es auf jeden Fall nicht hin, heute ordentlich meine Maustaste zu bestätigen. Tut mir auch sehr leid. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Okay, dann können wir jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen Eyeliner geben vielleicht. Bei denen finde ich richtig schön. Ich glaube, mehr brauchen wir hier auch nicht. Können wir halt so ein bisschen etwas dunkleren Lippenstift geben. Weil ganz ehrlich, sie ist eine Werwölfin. Da kann man auch ein bisschen sehr rote Lippen haben, weil das steht in Granio. Dann können wir ihr so ein. Oder wir geben ihr eine Frisur von Nightcrawler. Das ist ja mein absoluter Lieblings-Haar-Creator. Dann können wir ihr auch davon was geben. Vielleicht die Frisur. Ich habe mal mega. Oh mein. Die finde ich richtig geil. Vielleicht eher so ein dreckiges Blöd an, aber. Das sieht so schön aus. Schöner finde ich, wenn die Haare noch ein bisschen flockiger vorne sind. Ich glaube, das Haar hat sie nicht. Sowas hier. Oder haben wir noch was anderes? Bin ich nämlich nicht so glücklich irgendwie. Aber nee, dann gebe ich lieber das, weil das macht mich noch am glücklichsten von allen. Jetzt hätte ich voll Bock auf ein Piercing. Ah nee, ich glaube, Piercings clashen wieder mit Wimpern, wenn ich mich nicht ganz höre. Ach nee, clashen nicht. Ja, dann können wir ihr so ein Piercing geben, und zwar das hier, weil das finde ich super schön. Und was ist, wenn wir so eine krassere Farbe nehmen? Also ich glaube, das ist noch so die normalste. Und wir könnten ihr danach noch sowas geben, dass sie so ein bisschen bunte Augen hat. Aber ich glaube, das gefällt mir so schon sehr gut. Also ich weiß, irgendwie fehlt noch was so um die Augen herum, aber ich finde es trotzdem so cool. Ich liebe sie so sehr. Und jetzt so was Abgeranztes vielleicht. Haben wir da irgendwas Abgeranztes? Vielleicht so was hier? Das finde ich noch ein bisschen cooler, aber ich würde gerne sowas eher Abgeranztes nehmen. Oder sowas sehr, ja, sowas finde ich. Und dann könnten wir hier sowas geben. Nee, das finde ich, kommt mir dann doch schon sehr erwachsen rüber. Aber die Hose finde ich immer sehr cool. Die mag ich wirklich gern. Geben wir da einfach hier so ein Blau. Dann kriegt sie einfach so eine coolen Tüchchen. Vielleicht so eine hier. Ja, die finde ich geil. Okay, dann hoffe ich, dass euch die Challenge gefallen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr von genau welchem wir welches Kind bekommen haben. Das ist auf jeden Fall das Kind von Magia. Das ist das Kind von, weiß ich nicht, wie er heißt. Und das ist das Kind von Lu. Ich hoffe, dass euch die Challenge Spaß gemacht hat. Ich würde sie jetzt einmal ganz kurz Lu-Lu-Inen. Und sie ist, hat natürlich auch ein paar Merkmale. Sie ist sehr nett. Das finde ich ist sehr schön. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal intensives Leben. Dann hoffe ich, dass euch diese wunderbare Challenge gefallen hat. Wenn euch die Challenge gefallen hat, dann könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal einen Teil 2 machen soll mit anderen Townies aus der Welt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann tschüssi.